Hallo Leute und herzlich willkommen bei LAAS, wunderbare Welt der Geschichte. Ich bin Lars und ich habe heute ein Video mitgebracht, das sich vor allen Dingen an diejenigen richtet, die im nächsten Wintersemester ein Bachelorstudium Geschichte anfangen wollen. Das heißt also vor allen Dingen Leute, die jetzt gerade Abitur machen oder die in einem Bachelorstudium drin sind und gerne nach Geschichte wechseln möchten. Ich möchte euch heute einmal ein paar Gedanken vorstellen, die ihr euch machen solltet, bevor ihr euer Zusatzfach zur Geschichte auswählt, und dann stelle ich euch ein paar Fächer vor, die meiner Meinung nach gut zur Geschichte passen im Studium. Was man vorweg wissen muss, ist, Geschichte ist kein Einfach-Bachelor. Das heißt also, man kann nicht Geschichte pur studieren, sondern man muss immer ein anderes Fach belegen, entweder als Haupt- oder als Nebenfach oder als gleichbewertetes, gleichberechtigtes Fach. Und deswegen muss man, bevor man sich da seine persönliche Kombination zusammenstellt, ein paar Gedanken machen. Der erste Gedanke ist, will ich mich überhaupt auf Geschichte konzentrieren können oder möchte ich das nur nebenbei machen? Dann ist das nächste, will ich ein Auslandssemester machen oder möchte ich ein ganzes Jahr ins Ausland? In dem Fall bieten sich bestimmte andere Fächer eher an als wieder andere, also Sprachenfächer bieten sich zum Beispiel gut an, wenn man ins Ausland möchte. Andere Fächer dann wiederum nicht so. Der dritte Gedanke, den ihr euch machen solltet, ist, habe ich schon einen speziellen Berufswunsch? Darauf könnt ihr die Nebenfächer abstimmen. Dann müsst ihr euch bei einigen Fächern fragen, kann ich den universitätsinternen NC eines Fachs erfüllen? Also wenn da bestimmte Voraussetzungen gefordert werden, dann müsst ihr euch überlegen, kann ich die überhaupt erfüllen? Denn wenn nicht, ist der Zug eh mehr oder weniger abgefahren. Der könnt ihr zwar über Umwege doch reinkommen, aber das ist eben schwierig. Und der fünfte Punkt ist, was sind überhaupt meine Talente? Also diese Frage hätte ich mir zum Beispiel vor meinem ersten Studium stellen sollen. Ich habe vor Geschichte, habe ich Agrarwissenschaften studiert, weil ich ein großer Fan von Landwirtschaft war. Ich habe meinen Zivildienst in der Landwirtschaft gemacht und dachte, oh cool, das mache ich jetzt auch im Studium, ohne dabei darüber nachzudenken, was das denn bedeutet, nämlich Chemie, Bio, Physik. Fächer, mit denen ich in der Schule überhaupt nicht konnte. Solche Gedanken solltet ihr euch vor der Studienwahl machen. Was sind überhaupt meine Talente? Und wenn ihr eben zum Beispiel sagt, ich habe Sprachtalent, dann bietet es sich zum Beispiel für euch an, eine Sprache zu belegen. So, dann springen wir jetzt mal rein in die verschiedenen Fächer, die ich für gut kombinierbar mit Geschichte halte. Ich habe die so zusammengruppiert in so Überfächer sozusagen. Das erste sind die sogenannten, oder wie ich sie nennen würde, Massenfächer, Soziologie, Politikwissenschaften, Philosophie. Die werden oft an den Unis von sehr vielen Leuten belegt, weil es gut kombinierbare Fächer mit verschiedenen Fachbereichen sind. Deswegen sind die auch auf Geschichtsstudierende gut eingestellt und haben auch dank der Genealogie dieser Fächer eine große theoretische Überschneidung mit der Geschichtswissenschaft. Was meine ich mit Genealogie? Die Geschichte dieser Fächer ist so, dass es ursprünglich mal die Philosophie gab. Aus der ist die Geschichte hervorgegangen. Also die ersten Historiker waren zuvorderst studierte Philosophen. Und die Politikwissenschaften und die Soziologie sind dann aus Philosophie und Geschichte hervorgegangen als eigene akademischen Disziplinen. Diese Massenfächer, weil es eben Massenfächer sind und sie sich auf viele verschiedene andere Nebenfächer einstellen müssen, sind auch sehr flexibel bei den Fächeranteilen. Das heißt, ihr könnt also ein Viertel, drei Viertel, Hälfte, Hälfte, Drittel, zwei Drittel aufteilen, je nachdem, was an eurer Uni so erlaubt ist. Der große Nachteil der Massenfächer ist, weil es Massenfächer sind, kommen sehr viele Studierende auf einen Dozierenden. Also der Schlüssel ist sehr, sehr nachteilig, sage ich mal. Also ihr habt deswegen eher schlechte Chancen auf individuelle Betreuung. Und wenn ihr zum Beispiel Hiwi-Stellen haben möchtet, eine Hiwi-Stelle haben möchtet während des Studiums, habt ihr auch entsprechend viel Konkurrenz um diese Stellen in den Fachbereichen. Das zweite sehr naheliegende Fach oder der zweite sehr naheliegende Fächerkanon sind andere historische Fächer, zum Beispiel die Museologie, also Museumswissenschaften, Kunstgeschichte, Archäologie, Vor-, Früh- und Antike Geschichte. Also im Geschichtsbachelor studiert man oft
nur in Anführungszeichen Mittelalter bis Moderne oder Mittelalter bis Zeitgeschichte. Und die Antike ist dann ein eigener Fachbereich, der extra studiert werden kann. Auch diese Fächer sind sehr gut aufs Geschichtsstudium abgestimmt, weil sie letztlich ja auch historische Studiengänge sind, die sich einen Großteil der Methoden mit der Geschichtswissenschaft teilen. Die sind vor allen Dingen empfehlenswert, wenn ihr einen klaren Berufswunsch habt, entweder ins Museum oder in die Uni zu gehen, also beziehungsweise an der Uni zu bleiben. Und ihr habt gute Chancen, dass man sich Module gegenseitig anrechnen lassen kann. Also wenn ihr zum Beispiel zu Geschichte zusätzlich noch Museologie belegt habt und dann aber merkt, Museologie ist nicht mein Fall, könnt ihr sagen, hallo Kunstgeschichtsinstitut oder Kunstgeschichtslehrstuhl, ich habe 2 Semester Museologie studiert, kann ich mir da was anrechnen lassen? Ich möchte euch hier auf gar keinen Fall irgendwelche Garantien geben, dass das immer funktioniert, aber die Chancen sind relativ groß im Vergleich zu anderen Fächern. Nächster Bereich sind Religionswissenschaften und Theologie. Die sind vor allen Dingen dann gut zugänglich, wenn ihr der Religion, die da studiert wird, auch selbst angehört. Also wenn ihr Katholiken seid, könnt ihr katholische Theologie wesentlich einfacher studieren, weil ihr sozusagen von euch aus schon euch ein bisschen in die Dinge reingefühlt habt, weil es einfach auch eure eigene Lebensrealität abbildet. Und selbst wenn ihr nicht dieser speziellen Religion oder Konfession angehört, ist das theologische Grundlagenwissen, das ihr euch da erwerbt, sehr hilfreich, besonders für Epochen, die noch sehr stark religiös geprägt sind, also das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Das gilt nicht nur fürs Christentum, sondern es gilt auch zum Beispiel für Islamwissenschaften, Judaistik und ja, die Religionswissenschaften zu Konfuzianismus, Hinduismus und so weiter, wenn die denn bei euch angeboten werden. Das ist dann eben so die Frage, ne? Also Theologie wird an den meisten Unis angeboten, Islamwissenschaften, Judaistik dann schon nicht mehr an jeder Uni, aber immer noch sehr flächendeckend. Nächster Bereich, den habe ich hier sehr weit gefasst, Musik, Sprachen, Geografie, Wirtschaft. Da kann man sich schon denken, worauf das hinausläuft. Das läuft vor allen Dingen darauf hinaus, dass könnt ihr machen, wenn ihr im Hinterkopf habt, dass ihr eigentlich gerne ins Lehramt möchtet. Denn im Lehramt müsst ihr Geschichte eben letztlich immer mit irgendeinem anderen Fach kombinieren. Und da sind eben Musik, Sprachen, Geografie und Wirtschaft welche, die es euch erlauben, ins Lehramt zu wechseln. Also ihr könnt dann eben Politik und Wirtschaft oder Geografie oder die Sprachen unterrichten an der Schule. Ihr könnt aber eben auch sagen, Lehramt ist am Ende doch nichts für mich. Und dann bleibt ihr eben sozusagen im Bachelor und dann später im Master, wenn ihr das wollt, und studiert ihr einfach dann zu Ende und werdet dann halt was anderes. Aber es ist eben ein gutes Sprungbrett ins Lehramtsstudium. Da kann man sich dann eben auch sehr viel anrechnen lassen, wenn man das macht. Und gerade diese Fächer erlauben euch auch, bestimmte Quellentypen besser zu verstehen. Also bei den Sprachen ist es eh klar, wenn ihr zusätzlich zu Geschichte eben noch, sagen wir mal, Romanistik studiert, werden für euch italienische, französische, spanische Quellen viel zugänglicher, weil ihr die eben besser verstehen, lesen könnt, weil ihr die altsprachlich besser lesen könnt, etc. Gleich mit Geografie, alte Karten lesen, alte Daten interpretieren, fällt euch leichter, wenn ihr Geografie studiert. Und bei Musik ist das ähnlich, also, ne? So. Das nächste, das, was ich gemacht habe, regionale Kulturwissenschaften, da fällt sehr viel drunter. Da fällt Ethnologie als übergreifende Wissenschaft drunter, aber eben auch diese ganzen Einzellandeswissenschaften. Sinologie, also China-Wissenschaften, Skandinavistik für ganz Skandinavien, Slawistik, Nahoststudien, da kann man jetzt ewig weitermachen. Japanologie, Koreanistik, Südostasienstudien, Afrikanistik, Finno-Ugristik, also da gibt es wahnsinnig viel. Niederlandistik gibt es auch, ne? Romanistik fällt da mehr oder weniger auch rein, Anglistik fällt da auch mehr oder weniger rein. Diese Fächer erlauben euch sehr stark zu spezialisieren. Sie sind auch sehr gute Voraussetzungen für Auslandssemester, denn diese ganzen Fächer haben in der Regel, also diese Institute für die Fächer, haben in der Regel eine Partneruni irgendwo dann im untersuchten Land, wo es dann irgendeine Kooperation gibt und ihr euch dann da gegenseitig an den Unis besuchen könnt, ein Auslandssemester machen könnt. Es gibt einen kleinen Betreuungsschlüssel, das heißt also ein Dozent, wenige Studierende. Das ist sehr gut für euch, weil ihr eben sehr nah an den Dozierenden dran seid. Die können sich gut an euch erinnern und ihr habt wenig Konkurrenz um ja, Sprechstundenzeiten, Hiwi-Stellen etc.
Ein großer Nachteil der regionalen Kulturwissenschaften ist, das kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, die sind chronisch einsparungsbedroht. Das heißt, wenn eine Uni irgendwo Geld einsparen muss, dann ist immer ganz oben auf der Streichliste irgendeine vermeintlich irrelevante Regionalwissenschaft. Also da werdet ihr auch dann später auf WG-Partys oder so merken, dass Leute gerne mal sagen, was ist denn das für ein Quatschstudium? Da solltet ihr euch nicht von einschüchtern lassen. Aber ihr solltet halt wissen, diese Studiengänge werden gerne mal von der Uni kaputt gespart. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ihr selbst von euch sagen würdet, ihr habt kein großes Sprachtalent, dann solltet ihr halt auch so ehrlich zu euch sein und sagen, ihr habt dann kaum eine Chance auf Erfolg. Ich habe zum Beispiel Arabistik studiert im Bachelor und brauchte drei Anläufe für die Hauptprüfung Arabisch. Mit ein bisschen mehr selbstkritischer Einstellung hätte ich das auch früher erkannt, dass das schwierig wird. Hört vorher in euch rein, guckt, liegt euch die Sprache, und dann könnt ihr euch wirklich da reinstürzen. Das letzte Themenfeld oder Fächerfeld, das ich euch vorstellen will, sind die sogenannten Grievance Studies. Ich habe das in Anführungszeichen gesetzt, weil das ein abwertender Begriff für diese Fächer ist, aber das ist das, was es am ehesten zusammenfasst. Es gibt sonst keinen so richtigen Überbegriff für diese Fächer. Das sind Gender Studies, Disability Studies, Migration Studies. Das sind noch relativ junge Fächer, die sind aus der Soziologie hervorgegangen, mehrheitlich. Weil es junge Fächer sind, haben sie auch sehr innovative Methoden, die ich sehr schätze. Also gerade bei den Gender Studies habe ich wahnsinnig viel mitgenommen, von Studierenden, aber auch von Dozierenden, die aus den Gender Studies bei uns mal Gastseminare gegeben haben. Da kann man wahnsinnig viel mitnehmen. Das sind junge Fachbereiche, das heißt, es gibt auch noch viel Neues zu erforschen. Das ist auch etwas, was euch sehr entgegenkommt. So einen richtigen Nachteil sehe ich in diesen Fächern nicht. Ihr müsst aber vor einer Sache vorsichtig sein. Es gibt eine hohe Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Image dieser Fächer und der Realität in der Lehre. Das kann man an den Gender Studies sehr gut zeigen. Es gibt so Leute, die sagen, die Gender Studies würden letztlich nur darauf beruhen, dass man ganz laut das Patriarchat des Scheiße schreien muss und dann kriegt man gute Noten. Das stimmt aber nicht. Die Gender Studies sind ein wissenschaftlicher Studiengang wie alle anderen Studiengänge auch. Und im Guten wie im Schlechten reicht es eben nicht, in eurer Hausarbeit einfach nur zu schreiben, an allem ist das Patriarchat schuld, sondern ihr müsst das schon begründen. So. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch weitere Fächerkombinationen habt, wenn ihr schon ein bisschen studiert habt und weitere Kombinationen habt, schreibt sie gerne unten rein, wenn ihr da noch was vorschlagen wollt. Wenn ihr noch Ergänzungen habt, schreibt sie natürlich auch gerne unten drunter. Wenn ihr weitere Fragen habt, die beantworte ich auch gerne hier unten in den Kommentaren. Und wenn ihr solche Videos in Zukunft auch nicht verpassen wollt, dann drückt auf Abonnieren. Alles hilft mir und meinem Kanal weiter. In diesem Sinne, bis dann!